Servus am Morgen, bei uns geht's weiter und zwar EM-Grillfieber. Yippie, heute ist spielfrei, aber egal, für morgen habe ich was. Und zwar eine gegrillte Teriyaki-Wassermelone. Und dazu brauchen wir eine Wassermelone, Knoblauch, Chili, Sojasauce, Ahornsirup, Limette, Cashewnüsse, Mandeln, Kräuter, Salz und Pfeffer. Dafür brauchen wir für Teriyaki Sojasauce, Knoblauch, ein bisschen Chili, nochmal kommt brauner Zucker und ganz viele Sachen rein. Das machen wir abgekürzte Version. Eine Knobi. Knobi läuft. Etwas Salz drauf und dann kann man es so schön, schau mal her, reiben. Okay, dann eine Chili mit Kerne, damit es richtig pfeift im Gebäck. Okay. Sojasauce, klassisch normal. Da habe ich eine Sojasauce, die ist ein bisschen kompakter, dickflüssiger. Das ist eigentlich eine indonesische, die ist ein bisschen süßlicher. Bierkiste, Bierkiste, Bier. Also für euch da draußen, wenn bei uns am Set ein Handy an ist, ja, und wir hören es, gibt es eine Kiste Bier. Die trinken wir abends. Etwas Ahornsirup für die Süße. Limette, Saft hinein dort, könnte ausreichen. Ein bisschen durchrühren. Fertig, okay? Das ist die Marinade. Dazu gibt es heute ein kleines Pesto aus Cashewnüssen und Mandeln. Cashewnüsse hinein, Mandeln auch hinein. Machen wir Garnitur. In der Zwischenzeit, glaube ich, kann ich die Wassermelone marinieren. Und die habe ich wie ein Steak geschnitten, okay? Und die Idee ist, vielleicht schaut es aus wie ein Thunfischsteak. Das ist die Idee, ich finde die Idee super. Und jetzt müssten die Cashewnüsse und Mandeln, jawohl. Jetzt geht das natürlich auf einmal ratzfatz. Da habe ich einen Handschuh, machen wir expressmäßig daher, okay? Das heißt, in der Zeit, wo ich die Pesto mache, möchte ich eigentlich schauen, dass ich die Wassermelone grill. Aber natürlich ein bisschen aufpassen beim Grillen. Ich lasse das mal ein bisschen offen. Und erst zum Schluss mache ich den Deckel zu. Und dann werden wir gleich noch da die kleine Pesto machen. So, auf geht's hier. Oh, schau, da ganz unten sind schon ganz dunkle, muss man aufpassen. Melisse hinein und zwar ordentlich. So, zwischendurch zischt es da rechts. Jetzt schauen wir mal. Ich sehe schon, jawohl, so soll die ausschauen. Also, das gefällt dem Papa. Okay, dann sind wir hier fast fertig, das kommt da noch zu. Koriander kann man ruhig mit Stiele hineingeben übrigens. Jetzt machen wir einfach das mal mit dem Mixer. So, schau mal her. Boah, riech mal. Boah. Boah. Riech mal, riech mal. Wow. Und jetzt ist mein Tipp, wirklich ganz kurz auch mit Deckel zugrillen. Weil jetzt darf die Melone in sich noch ein bisschen weicher werden. Diese Melone ist jetzt erobert. Die ist jetzt österreichisch. Fertig. Aus. Tanze Samba mit mir. Samba Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Und alter Schwede, schau mal her, unser Crunch drauf, nicht wie ein Pesto, wir nennen es Crunch. Also ein perfektes Teriyaki-Melonensteak à la Mike Süßer. Heute zum Spielfrei, super zu marinieren, morgen abgrillen beim Halbfinale. Und das Rezept könnt ihr natürlich wo finden? Bei www.servustv.com. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen und bis zum nächsten Mal. Das ist cool geworden, ich krieg Gänsehaut. Schau mal, das ist echt.